Herzlich willkommen zu einer neuen Programmvorstellung für den iPod Touch bzw. das iPhone. Ich möchte euch heute eine App vorstellen, die nennt sich DocSuite. Und diese App ist eine Art digitaler Bilderrahmen mit Alarmfunktion und Geburtstagsfunktion sozusagen, dass man die Geburtstage von anderen nicht vergisst. Und wir schauen uns das Programm jetzt einfach mal an. So, ich wollte das Ganze eigentlich übers Dock machen, heißt, dass der iPod nicht die ganze Zeit wackelt, wenn ich ihn in der Hand habe. Allerdings kann man das total vergessen, weil ich so ständig mit der Kamera rumfuchteln muss, damit ihr auch alles schön erkennt. Und daher lassen wir das jetzt einfach. Ihr seht, die App ist schön gestaltet. Wir haben hier nicht großartige Dinge, die angezeigt werden. Wir haben hier unten die Uhrzeit natürlich, den Alarm, den wir eingestellt haben, und die Geburtstagserinnerung können wir hier uns anschauen. Und schön an dieser App ist eben, dass man sie gleichzeitig als digitalen Bilderrahmen verwenden kann. Also ihr seht, hier laufen Bilder, das sind jetzt Random-Bilder, die schon vorinstalliert waren. Und die laufen also ab und man hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Dauer des Effektes und die Dauer der Bildanzeige. Und das möchte ich euch jetzt alles einfach mal zeigen. Mit einem Klick einfach auf diesen Bildschirm öffnet sich hier oben ein Menü, wo man schon mal einstellen kann, wie hell das Ganze sein soll. Also man kann es komplett ausmachen, wenn man es nur als Wecker verwenden will. Man kann es komplett anmachen, wenn man es eben auch als Diashow nehmen will. Mit einem Klick auf Menü hier oben kommen wir in das besagte Menü. Und wir haben hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Einmal das Erscheinungsbild, Bilderrahmen, Wecker und Diashow. Erstmal Erscheinungsbild. Hier kann man jetzt einige Dinge einstellen, die eben so in der App angezeigt werden sollen. Das heißt, sollen die Geburtstage angezeigt werden? Ja, nein. Wenn ich keine habe, dann gehe ich auf Verdecken, weil ich habe momentan keine, also brauche ich das nicht. Die Alarme brauche ich momentan auch nicht, also kann ich hier auf Verdecken gehen. Das Interface natürlich an, das ist wahrscheinlich die Uhrzeit. Und der Batteriestatus kann man an oder aus, je nachdem, wenn es an ist, dann wird oben, hier oben in so einer kleinen Leiste wird angezeigt, wie viel Prozent Akku noch vorhanden ist und ob das Gerät gerade eben geladen wird oder nicht. Das sieht aber nicht so schön aus meiner Meinung nach, daher lasse ich es einfach aus. So, bei Bilderrahmen kann man die Effekte einstellen. Wir haben hier einmal einen Übergangseffekt. Der Übergangseffekt ist einfach der Effekt von Bild zu Bild. Und ich finde auf jeden Fall, es gibt schön viele. Also es gibt hier nicht bloß 3, 4 Stück, es gibt mehrere. Aber ihr seht, manchmal funktioniert es mit dem Sliden hier nicht, das finde ich ein bisschen schade. Was ich auch sehr schade finde, es gibt keinen Random-Modus. Also das heißt, es gibt hier nichts, was man nehmen könnte und dann werden alle Effekte genommen, sondern man muss sich hier einen aussuchen. Die meisten haben auch einen komischen Namen, also Page Curl, ich weiß nicht, vielleicht heißt das was mit Drehen oder was weiß ich. Sanft ist, denke ich, logisch, also ineinander verlaufen, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier einfach mal dieses Sanft, nehme ich jetzt mal schwarz, ist wahrscheinlich schwarz überlaufen, je nachdem, weiß dasselbe oder weiß. Und finde es auf jeden Fall schade, dass man dort nicht Random machen kann. Das wäre auf jeden Fall cool. Effektdauer, denke ich, muss ich nicht viel erklären. Man kann eben einstellen, wie lange der Effekt dauern soll. Bei Sanft, wenn ich hier auf 3 Sekunden stelle, dann ist innerhalb von 3 Sekunden das eine Bild zum anderen Bild gewechselt. Wenn ich jetzt 10 Sekunden machen würde, wäre es innerhalb von 10 Sekunden von einem zum anderen Bild gewechselt. Zeit pro Bild ist, denke ich, auch logisch. Einfach, wie lange ein Bild angezeigt werden soll. Und man kann das Ganze einstellen, auch bei der Effektdauer bis zu 59 Sekunden. Mehr geht nicht. Die Bildreihenfolge kann man einstellen, ob die Diashow zufälligerweise die Bilder gewählt werden sollen oder ob sie nacheinander, wie sie auch hinzugefügt wurden, abgespielt werden soll. Auf jeden Fall auch eine coole Funktion. Zufällig ist, denke ich, immer am besten, von daher habe ich es auch so eingestellt. Und wir haben hier Autozoom und Autolock verhindern. Das ist einfach Autozoom, ist, wenn die Bilder ein bisschen kleiner sind, dann zoomt man automatisch ein bisschen ran. Und bei Autolock verhindern ist ganz einfach, dass der iPod sich nicht schließt, weil sonst würde ja die App beendet werden und der Wecker kommt nicht. So, gehen wir erstmal zur Diashow, lassen wir Wecker mal weg. Hier kann man jetzt verschiedene Diashows erstellen, kann diese einschalten und ausschalten, ob sie angezeigt werden sollen oder nicht. Man kann hier oben auf Bearbeiten gehen und dann einen neuen hinzufügen, beziehungsweise hier unten auf Neue Diashow. Das könnt ihr jetzt leider nicht so lesen. Da, Neue Diashow. Und das Schöne ist einfach, man kann diese natürlich auch anschauen. Und das heißt, wir sehen jetzt hier, diese Bilder, das sind 5 Bilder, sind ausgewählt und man kann jetzt hier diese alle noch füllen. Also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich denke mal, das dürfte auf jeden Fall reichen. Mehr Bilder sind nicht möglich. Man klickt einfach auf eine von diesem Foto und kann sich dann hier ein Bild aussuchen von seinen eigenen Bildern. Ich nehme jetzt mal irgendeins. Und das Schöne ist, ihr seht hier unten, 0 Bilder zur Diashow eingefügt. Ich dachte mir, als ich die App hatte, ist ja blöd, jetzt muss ich ein Bild auswählen, dann schließt sich das Ganze, dann klicke ich auf das nächste. Und das ist aber nicht so. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann steht jetzt hier, ein Bild wurde zur Diashow hinzugefügt. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz easy noch andere hinzufügen, kann dann auf Fertig klicken und diese 3 Bilder werden dann automatisch dort mit reingemacht. Auf Speichern und das Ganze wird dann abgespeichert. Dasselbe natürlich auch mit Neuerstellen, läuft genauso ab, auf jeden Fall cool gelöst.
Und jetzt kommen wir zum Wecker. Den habe ich erstmal übersprungen, weil er nämlich so wie er ist, in meinen Augen nicht wirklich Sinn macht. Das Programm heißt DocSuite und ich denke mal, das ist natürlich auch schon, das weist schon darauf hin, dass der iPod eigentlich in eine Dock gesteckt werden sollte, oder einfach in eine Dock gesteckt wird. Einmal macht es natürlich nicht Sinn, ein digitaler Bilderrahmen, der so auf dem Tisch rumliegt. In einem Dock sieht es natürlich schön aus, wenn der drin steckt und dann schön die Bilder angezeigt werden. Und das Problem ist aber allerdings, ich mache hier mal eben das Licht an. Ich habe hier mal einen Dock. Und das Problem ist, wenn man jetzt Kopfhörer anschließt an den iPod, dann macht es überhaupt nichts. Dann kommt meistens der Wecker durch die Kopfhörer und durch die Lautsprecher oder je nachdem. Hatte ich beides schon. Und was aber das Problem ist, sobald man den iPod in eine Dock einsteckt, also hier passiert jetzt nichts, weil die Dock ist nicht angeschlossen, aber sobald das passiert, um zum Laden über Nacht zum Beispiel, dass der iPod nicht ausgeht, dass der Akku nicht leer ist, dann wird kein Ton kommen. Selbst wenn ich jetzt hier so eine Dock habe, wie ihr seht, mit Lautsprechern, rechts und links, trotzdem wird kein Ton kommen. Das ist eben so, wenn man eine Dock eingesteckt hat, dann kommt kein Ton. Und das finde ich ein bisschen schade. Also es könnte sein, ich bin jetzt mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, dass es funktioniert, weil ich eben Lautsprecher habe. Aber das haben ja nicht alle Docks. Das heißt, man, wenn überhaupt, dann versucht es lieber mit einer Dock mit Lautsprechern. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Das können wir vielleicht direkt mal machen. Zeit habe ich ja noch ein bisschen. Ich nehme das mal hier eben wieder raus. So, gehe jetzt hier auf neuen Alarm. Dort können wir jetzt einiges einstellen. Wir können wiederholen. Den Ton können wir natürlich einstellen. Leider anscheinend nicht vorhören. Man kann auch iPod-Titel wählen, das finde ich auch sehr cool. Das heißt, man kann eins seiner eigenen Lieder nehmen. Jetzt hat sich's aufgehängt. Okay, das dauert ein bisschen anscheinend. Hätte ich nicht draufklicken sollen, weil tun werde ich es eh nicht, wegen Copyright-Rechten. Hallo. Dann schließe ich jetzt die App mal eben. Nochmal. Okay, das war natürlich jetzt gerade nicht so schön, wenn die App sich da irgendwie auffängt. Es kann aber auch sein, dass sie einfach lange laden muss. Da ich viele Bilder habe, ich hatte das auch schon bei anderen. Achso, falsch. Nein, zurück. Zum Wecker. Neuer Alarm. So, das lassen wir jetzt einfach alles. Stellen mal die Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Wir haben 10.16 Uhr. Machen wir hier mal 10.17 Uhr. Speichern. So, zurück. Bilderrahmen. Und jetzt warten wir einfach mal. Nein, warten wir nicht. Wir machen das Licht wieder an. Beeilen uns ganz schnell, bevor der Wecker losgeht. Und stecken hier mal ganz schnell um. Damit die Dock auch Strom hat. Ups. So. Jetzt schauen wir mal, ob da jetzt gleich der Wecker kommen wird oder nicht. Müssen wir einfach ein bisschen warten. Dum 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 dum. Schauen wir mal, ob es funktioniert. So, auf meiner Uhr ist jetzt schon 17. Mal gucken, wann es umspringt. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Zeit. Da muss ich mich eben wieder beeilen. Okay. Doch, funktioniert. Also okay. Mit einer Dock, die auch Lautsprecher hat, funktioniert das Ganze, ansonsten funktioniert es eben nicht. Also auf jeden Fall wichtig, dass ihr einen Lautsprecher habt an eurer Dock, ansonsten kommt kein Ton durch den Lautsprecher des iPods. Was ihr gerade gesehen habt, wir können das Ganze auch schräg nehmen, dann werden die Bilder also erst recht rangezoomt, damit auch das ganze Bild wieder ausgefüllt ist und sieht auch ganz schön aus. Nur hat natürlich keiner eine Dock, die irgendwie so, je nachdem. ja, was gibt es sonst noch groß zu sagen? Meine Zeit geht langsam dahin. Auf jeden Fall eine coole App.
Was ich ein bisschen schade finde, ist eben der Akkuverbrauch. Der ist natürlich extrem. Man kann natürlich die Helligkeit runternehmen. Ich habe jetzt mein iPod auch gerade komplett mit der Helligkeit an. Daher wird wahrscheinlich der Akku auch gleich so gut wie leer sein. Aber man muss es ja über Nacht nicht laufen lassen. Ihr habt ja gesehen, man kann das Ganze auch komplett ausmachen, damit der Bildschirm bloß noch schwarz ist. Ist natürlich extrem akkusparend und der Wecker kommt trotzdem. Also auf jeden Fall eine schöne Idee. Werde es mal auf jeden Fall behalten, werde es auch öfters mal anmachen, weil ich das ganz schön finde, wenn so im Augenwinkel immer so ein paar Bilder wechseln. Und so als Deko-Accessoire sage ich jetzt mal auch auf jeden Fall eine schöne Idee. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Die App kostet 79 Cent, von daher der Preis ist auf jeden Fall angemessen, denke ich. Heißt wie gesagt DocSuite, dürft ihr einfach mal schauen. Wenn ich weiß, wie ich den Link bekomme, dann findet ihr ihn in der Information. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen, hören, schreiben uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.